So, hallo, wir machen weiter bei. Ich habe, glaube ich, letztes Mal gar nicht gesagt, wie der Hack heißt. Studies of a Broken Engine oder so. Ist es ein Broken Engine? Ist es ein. Ah, tatsächlich. Eine Broken Engine, ja. Okay. Ja, und wir haben das letzte Mal schon so ein bisschen die ersten fünf Räume gespielt und dann haben wir festgestellt, dass wir hier. Ist das sozusagen ein Doppel. Also, ich kann die erstmal runterfallen lassen, oder? Also, wenn die am Boden sind, dürfte alles okay sein noch. Ja, in der Tat, das kannst du tun, ja. Okay, also du hättest ja auch auf dem Boden starten lassen können, genauso. Gut. Ja, und ich muss jetzt einen Doppel-Gumba-Sprung machen, oder was? Mhm. Oh Gott. Shish. Die Schwierigkeit liegt eher darin, rauszufinden, wie man das angeht. Nicht so sehr in der Ausführung. Ja, ich schätze, es ist halt so eine Timing-Geschichte. Ja, wenn du halt erstmal ein vernünftiges Timing hast, dann ist alles einfach, ja. Oh, ist da oben gelandet oder so? Stabil. Das wäre natürlich auch. Wait. Das wäre natürlich auch absolut nicht so gedacht, aber wenn du es hinkriegst. Kriege ich das zurückgespult, dass er wieder da oben. Ja. Ja. Nee. Ja, ich glaube, du willst ein früheres Timing haben. Ein früheres Timing. Okay, jetzt kommt er irgendwann runter. Ja, er ist auf jeden Fall nach oben. Sehr schön. Sehr schön. Guter State. Aber ich glaube, das reicht nicht von der Höhe. Ich glaube, ich muss. Ich weiß es nicht. Es könnte reichen. Das wäre cool. Das wäre absolut nicht so gedacht, aber wenn du es schaffst, wäre es cool. Ich glaube, wenn ich den ein bisschen höher noch hätte. Aber dass der runterläuft, das ist schon mal super gut als andere Variante. Ja, das wäre gut gewesen. Ich meine, du kannst auf den Gumba landen, während du dich noch nach oben bewegst, ne? Also das ist nicht das Problem. Da bin ich jetzt aber gespannt, ob das klappt. Aber wenn du den gut triffst? Nein! Ja, das geht. Kriegst du. Echt jetzt? Meinst du? Ja, klar. Das ist einfach, ich meine, halt einfach B gedrückt. Ist und nicht, dann treffe ich ein bisschen weiter oben. Ist es nicht zu hoch? Nee, das wird schon gehen. Und wenn nicht, dann bin ich halt ein bisschen traurig. Du willst sogar, dass ich es breake. Hey, das ist cool, was du da machst. Okay. Also, das ist cool. Gut. Gut, bin ich zufrieden. Vielleicht doch nicht. Ja, das sah leider schon ziemlich gut aus und das hat doch nicht gereicht. Ja, es kommt mir das schon. Halt echt, es fehlen nur ein paar Pixel, also das ist sehr ärgerlich. Ja. Fast so, als hätte ich beim Bauen aufgepasst. Scheiße. Ja, es ist, sieht schon. Ja. Weiß ich nicht. Ja, wenn der andere Goomba noch ein bisschen springen würde, dann. Aber das ist dann wieder ein anderes Timing, den zum Springen zu bringen. So, dass der andere dann richtig runterläuft. Das ist dann, glaube ich, ziemlich nicht trivial. Ah, es sieht aber schon nicht schlecht aus. Wenn man es jetzt noch mit einem Walljump kombiniert. Aus, aber ich glaube, es geht nicht. Jetzt einfach noch, ich revidiere meine Aussage. Jetzt einfach noch mit einem Walljump kombinieren. Boah, also wenn du das machst, dann. Dann machst du dir aber mehr Arbeit, als der Raum von dir will. Ich glaube auch. Glaube nicht. Ich glaube, ich kann trotzdem die Theorie weiter verfolgen, sodass ich einfach diesen zweiten nicht mehr habe. Also wenn ich den ersten halt hochwerfe und mit dem so ein bisschen das versuche zu timen und dann nur auf den anderen noch muss, dann wäre das trotzdem schon mal leichter als alles andere. Das Timing dürfte sogar machbar sein. Also machbarer als die Intended Solution, glaube ich. Ich glaube, du weißt nicht, wie machbar die Intended Solution eigentlich ist. Das kann sein. Also, du kannst sie mir mal vernünftig erklären, dann vielleicht check ich dir. Aber also, okay, du lädst den Raum neu. Ja, das ist das sowieso. Das ist Teil 1 der Intended Solution. Ja, lass mich kurz noch ein bisschen probieren. Ja. Aber warum neu laden? Ich meine, sie sind da beide unten. Das ist schon schlecht.
Nee, ist okay. Okay, also. Lande auf dem einen Goomba, mach einen hohen Sprung und lande mit auf dem anderen Goomba. Das gibt dir das gute Timing, was du haben willst, ne? Mhm. Okay, wenn die jetzt so liegen. Wenn die jetzt so liegen, leg den rechten mal weiter an die Wand. So. Jetzt bringst du. Jetzt nimmst du den linken in die Hand. Er muss nicht so nah an der Wand sein. Eigentlich liegt er gut genug. So wie er liegt. Wenn ich mir jetzt noch recht überlege. Okay. Aber du nimmst den linken in die Hand, springst, wirfst ihn nach oben, während du ganz oben in deinem Sprung bist, nimmst den anderen, springst nach oben. Und dann fängst du den anderen. What? Also du springst, ja genau, wirfst ihn nach oben, nicht den zweiten nach oben werfen, was willst du denn damit? Und du willst ihn nicht in die Tür werfen, Conan. Du willst ihn nach oben werfen, nicht nach rechts. Ja, und wie geht's dann weiter? Wie? Dann nimmst du den rechten Goomba, nimmst ihn in die Hand. Ja. Legst ihn ab, in der Luft, landest auf ihm drauf, das ist nicht schwierig. Und dann fängst du den anderen und... Also ich meine, du kennst doch die Idee, also... Du hast doch aber gerade gesagt, ich soll den linken... Du hast doch gerade gesagt, ich soll den linken als erstes anspringen und dann den. Genau. Dann wird doch der als erstes wach. Stimmt. Du hättest den rechten als erstes anspringen müssen. Weil jetzt gerade sagst du, ich soll auf dem dann springen, ja, wenn ich den... Ich hab gesagt, dass du den linken anspringen sollst, aber du musst natürlich den rechten zuerst anspringen. Du hast okay. Völlig recht, Conan. Gut. Dann ist alles gut. Gut gelöst, Meisterdetektiv. Ja, jetzt leide ich von einer gleichen Links-Rechts-Schwäche wie du. Ich merke das schon. Das ist eine Frechheit. Okay, also. Ja. Also, erst ihn, dann ihn. Dann ihn. So, und jetzt einfach das machen, was ich gerade gesagt habe. Ja, so, nur dass du willst, dass die aufwachen. Ja, also muss ich warten ein bisschen. Das richtige Timing ist, glaube ich, wenn der rechte anfängt zu zappeln. Ja. Dann willst du springen. Ja, so in etwa. Ach. Du wartest zu lange. Sofort, wenn er anfängt, sich zu schnell zu bewegen, dann willst du sofort springen. Und du willst nicht loslaufen und du willst ihn nicht in die Tür werfen, sondern du willst ihn einfach nur nach oben werfen. Er soll einfach nur in der Luft sein. Okay. Das ist gut genug. Okay. Aber schon beim Sprung hochwerfen, hast du ja gesagt. Ja, klar. Und den unteren Goomba willst du halt nicht werfen, sondern du willst ihn hinlegen. Ja. Ansonsten... Ja, genau. Ja, jetzt fängst du noch den anderen. Hab's verstanden. Okay, hab's gecheckt. Und jetzt fängst du noch den anderen. Gut. Und den anderen musst du noch nicht mehr hinlegen. Ja, das habe ich gecheckt. Weil er fällt ja schon. Ja. Und fallende Goombas, wenn die in deiner Hand aufwachen, dann ist alles gut. Also du machst das schon ganz richtig. Ich glaube jetzt bist du ein bisschen zu früh am Springen sogar. Ja. Na, jetzt bist du zu spät. den State habe ich dumm gesetzt. Ja, ich meine, die Situation wiederherzustellen, in der du gerade bist, ist ja nicht schwierig. Ja, richtig. Anders auf zwei Goombas. Aber das kriegst du hin. Ja, ich denke auch. Du hast es ja ganz gut erklärt. Ja. Und ich meine, du hast es ja schon ein paar Mal fast geschafft. Du hättest nur einmal den Goomba in die Hand nehmen müssen, dann hättest du es gehabt. Das sah doch ganz gut aus. Ja, jetzt das nur bisschen höher. Block besser. Aber das geht. Oh. Sehr schade. Deswegen meine ich, beweg dich nicht so weit nach rechts. Das bringt, du hast nichts davon. Ja. Ja. Ja, ich will halt trotzdem beim Sprung möglichst weit schon da drüben sein, dass ich nicht allzu weit habe. Das kann dir völlig egal sein. Du hast genug Zeit während des Sprungs, alles noch. Okay.
Vielleicht hättest du die Pumbas in einem etwas kleineren Abstand anspringen sollen. Ja, ich denke, es hat ja schon ein paar Mal... ich glaube, es wäre besser, wenn du es erneut mit einem kleineren Abstand probieren würdest. Können wir auch probieren, aber jetzt lass mich mal kurz hier noch ein bisschen weitermachen. Ich kann dich eh nicht daran hindern. Das ist richtig. Ich kann dich nicht daran hindern, ne? Du kannst jetzt so viel mit den Gumbas rumspielen, wie du willst. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich meine, man sieht ja das Problem. Der geneigte Zuschauer erkennt das Problem. Ja, der wird ein bisschen zu spät wach. Ist true. Ja. Aber jetzt, wo du das Problem erkennst, es ist ja ein leichtes, es zu lösen. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es funktioniert. Oh, sicherlich funktioniert das. Ist halt die Frage, wie gut. Ja. Wenn ich weiter oben bin, geht er da, wird er halt noch nicht wach. Ja, ich muss jetzt meinen Sturkopf wieder ausschalten. Der wird das da unten wach. Ist okay. Dann sprengst du die Beine halt in einem etwas kleineren Abstand an. Das ist ja okay. Ja, moin. Erst drei. Oh, lol. Er war noch nicht gelandet. Du kannst den linken übrigens schon in der Hand halten, ne? Also. Stimmt. Ja, der läuft dir nicht davon. Der rechte läuft dir zuerst davon. Vielleicht sollen wir jetzt mal gucken, wie knapp die beieinander. Ich glaube, das ist gut genug. Ja. Und wenn es nicht gut genug ist, dann hättest du sie auch in einem kleineren Abstand ansprechen können. Ja. Oh mein Gott! Aber hier guckt sie. Ja, mit dem richtigen Timing ist das halt einfach. Das war es tatsächlich. Okay, ich bin irgendwo gestorben. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich starte. Auf dem Bildschirm. Ach, da links. Okay, also ich starte mit einem Shell-Jump. Oder auch nicht. Ja, mit einem Spin und Shell-Jump. Nein. Dieser Shelter, der ist sehr schön. Okay, warum ist der gar nicht hoch genug? Ja. Hat vor der Stelle nicht aufgepasst beim Bauen. Muss ich da wieder irgendwas Spezielles machen, dass das funktioniert? Scheinbar ja. Du schon nee, das ist einfach unmöglich. Der Stelle hat einfach... Nee, erzähl keinen Quatsch. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwas Spezielles machen muss. Ich muss halt einfach nur gut timen, schätze ich. Dann können wir uns überlegen, wie es weitergeht. Aber ich komme halt nicht drüber. Ja, du. Nee, da komme ich niemals. Also, bin ich. So nicht. Wie time ich das vernünftig? Da kann ich auf uns in einem Ast landen. Nee. Lass mich wieder. Ja. Hallo? Also, ich höre... AF? Internet. Was? Hallo? Ich höre dich? Ja. Okay. Ich höre dich auch. Gut. Willst du jetzt wissen, wie der Sprung geht? Oder willst du noch ein bisschen probieren? Ist eine Timingssache, oder? Nee. Ach so. Du gehst den Sprung konzeptionell falsch an. Das ist natürlich gut. Dann erzähl mal. Erinnerst du dich noch an das Ende von Not Cataclysm? Nein. Schade eigentlich, dann guck dir das Video nochmal an, da erkläre ich dir. Ah, warte, da habe ich so die Shell hochgeworfen, irgendwas. Ja, richtig. Okay, dann mach das. Ja, aber wie? Ja, genau so. Nur besser. Und was ändert das? Das macht den Shell Jump halt besser. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn du, nachdem du die Shell hochgeworfen hast, den Rennenknopf loslässt. Sonst fängst du sie ja wieder. Da hast du ja nichts von. Hä?
meine, du wirfst die Shell gerade hoch und dann fängst du sie wieder. Ja, und das soll ich nicht machen. Ja, fang sie halt einfach nicht wieder. Okay. Meine, du hast ja nichts davon, eine Shell hochzuwerfen und sie wieder zu fangen. Das wäre ja eine krasse Magie, wenn das was ändern würde, ne? Stattdessen machst du einfach einen Shell-Jump, wie du es ja gerade schon gemacht hast. Jetzt musst du nur noch über den Matcha kommen. Was war denn Notcat? Ach, das war dein Dings-Level. In der Tat. Dein KLDC-Dings, ja. Ich erinnere mich. Es war vor allem nicht Cataclysm. Es war nicht spaßig. Wow, das ist jetzt immer gemein. Es tut mir leid, der zweite Raum war spaßig. Ich erinnere mich noch, ja, ja. Das war das, wo ich nicht aufhören durfte zu rennen die ganze Zeit. Das war sehr stressig. Ja, das ist ein sehr tolles Gimmick. Nee. So. What now? Kriegt der nicht ausgelöst, ne? Aber da muss ein P-Switch drin sein. Kann ich den irgendwie verglitschen? Ich kann den doch bestimmt mit diesem komischen... Ah, warte, ist das nicht so ein... Kann ich den irgendwie verglitschen mit dem Ding hier? Muss doch irgendwie gehen. Hat man die nicht irgendwie... Also nutzt einfach die kaputte Springboard-Physik, um Yoshi reinzuglitschen und dann wird das schon. Nein, man konnte doch irgendwie, konnte man noch die Shell dann da so komisch durch den Ding, durch den Dings werfen. Ich weiß nicht mehr wie. Nee, hä? Hä? Ja, nee, ich glaube, ich denke an was Falsches. Dann denk an das Richtige. Habe ich es an der Stelle schon versaut? Nö, ist alles gut. Gut. Krieg ich jetzt den ausgelöst? Hat der Manche irgendeine Bedeutung? Ich denke nicht. Ja, er ist dekorativ. Ja, okay. Außer, dass er dekorativ ist. Aber er ist wirklich sehr dekorativ, also... Das würde ich niemals... Also, das Ding ist, ich brauche... Nachher auf jeden Fall die Shell. Ich darf die Shell nicht verlieren. Ich brauche die Shell nachher auf jeden Fall, um da hochzukommen. Ja gut, dann verliere sie halt nicht. So. Deswegen darf ich sie, wenn dann, nur so einsetzen, dass ich sie noch behalten kann. Ja, dann mach das doch einfach. Wie kriege ich die jetzt da oben reingeglitscht? Mach das doch einfach. Ja, mach das doch einfach. Kann ich irgendwie da reinglitschen? Das ist doch dämlich. Also das zu probieren, das wäre ja super langweilig, wenn das die Lösung wäre. Ja, ja. Aber eigentlich ist es ja total dämlich, was in dem Raum gefordert ist. Warte mal, ich habe doch da so eine Ecke. Bringt mit dir irgendwas? Cool, jetzt hast du eine wackelnde Shell. Also kann ich die jetzt nach unten irgendwie rutschen lassen? Eigentlich ja, mit dem Springboard, ganz sicher. Die Geräusche des Springboard bewegen die Shell freiwillig dazu, ja, sich nach unten zu bewegen. Hm. Krieg ich die da rein? Ja, da nützt die mir nichts. Ha. Was war denn der erste Track in dem Raum, Connor? Oh, warte mal. Kann ich die hier rein und dann rüber? Aber die würde es nicht auslösen, ne? Zum einen würde sie es nicht auslösen und zum anderen... Ich kann nicht scrollen. Scheiße. Aber andererseits ist auch gut, dass ich... Natürlich kannst du scrollen, was? Hä? Ich kann nicht scrollen, das ist ein One-Screen. Natürlich kannst du scrollen, was? Nee, es tut's überhaupt nichts, wenn ich auf die Tasten drücke. Also, drück mal R. Ich drücke R und L. Ja, drück mal L. Ja, es tut sich nichts. Wie, es tut sich nichts? Wieso sollte es ist ein One-Screen, wieso sollte sich was tun? Die Kamera kann sich nicht bewegen. Ja, natürlich sollte sich was tun. Ist ja auch egal. Anscheinend habe ich es hier deaktiviert. Es tut sich nichts. Du hast eingestellt, dass wenn man beide gleichzeitig drückt, dass man dann stirbt. Ja, du sollst auch nicht beide gleichzeitig drücken, du sollst nur einen von den beiden drücken. Ja, ja, aber ich drücke beide. Es tut sich effektiv gar nichts. Das überrascht mich jetzt aber ehrlich gesagt. Kommt auch kein Geräusch. Aber ja, ich sehe auch nicht die Animation von dem Mannschaft stoppen. Ja, eben. Ich sage auch, es tut sich nichts. Ja, das ist aber sehr interessant. Könnt genauso gut auf meinen Tisch drücken. Tut sich genauso viel. Hast du mal probiert, auf den Tisch zu drücken? Ja. Vielleicht ist das Level, ja. Passiert nichts. So, Dann kannst du jetzt ja weiter auf den Tisch drücken. Du hast gerade gesagt, was habe ich für einen Trick gemacht? Naja, ich habe die hochgeworfen und habe dann den Shell-Jump gemacht. Aber was sollte es mir denn hier nützen?
Aber es war noch ein anderes wichtiges Objekt dabei involviert beim Hochwerfen. Ja, ein Spinjump. Ein Springboard. Ja. Ja, aber dadurch kriege ich ja nicht die Ding. Kriege ich die dadurch da rein? Ich meine, den Trick dachte ich halt, muss ich machen, wenn ich hier wieder nach oben gehe. Aber nicht jetzt, um den Block auszulösen. Die Antwort könnte die Bevölkerung von uns. Aber what the heck? Was? Was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich schon. Ja, ach, du hast ja auch gebaut. Was? Hä? Wieso darf es das? Ich bin jetzt aber echt irritiert, dass Scrollen hier nichts machen soll. Ah, tatsächlich. No Vertical or Horizontal Scroll habe ich da eingestellt. Was habe ich mir dabei gedacht? Wieso sollst du auch scrollen können, hä? Hey, ich habe nur für den einen Raum... Was? Ich habe nur für den einen Raum habe ich Scrollen deaktiviert. Was ist das denn? Was? Gerade in dem, wo ich es probiert habe, oder wie? Das ist ja komplett bescheuert. In allen anderen kann ich scrollen. Ja, in dem hier kannst du es nicht. Als hätten wir es in jedem anderen Raum getestet, hätten wir das nicht festgestellt. Ich gehe gerade die Räume durch, aber in den meisten kannst du scrollen, ja. Das ist ja witzig. Warum? Das ist ja fantastisch. Warum? Was hast du da? Die Frage ist, habe ich mir an dem Tag fast bei gedacht? Oder ist das einfach ein Zufall? Vielleicht hast du genau das gedacht, dass man nicht versehentlich die da reinglitschen kann. Wie ich das machen wollte. Pausieren. Bitte? Ja, wobei pausieren ist sehr viel inkonsistenter. Ja, vielleicht habe ich mir wirklich das dabei gedacht, aber das erklärt nicht, warum es zwei Räume weiter auch nochmal deaktiviert ist. Ja, keine Ahnung. Weil da kann man wirklich nichts mit anfangen. Aber in allen anderen Räumen, außer dem hier und zwei Räume weiter, kannst du scrollen. Und das ist auch gut so. Okay. Wäre sehr schockiert gewesen, wenn es nicht gegangen wäre. Weil es ist gefordert in einem Raum, dass du scrollst. Das ist gut zu wissen. Wie kriege ich jetzt die rechtzeitig da rein? Also ich kriege sie in den anderen Teil rein, aber in dem anderen Teil nützt sie mir noch nichts. Ja, dann mach's halt weiter links, wenn du sie weiter links haben willst. Oh, das sah gar nicht so schlecht aus. Ja, dann machst halt einfach weiter links den Trick. Oh mein Gott. So. Du kannst auch weiter links von dem Springboard abspringen, meine ich. Lol. Das war auch nicht schlecht. Du kannst auch noch weiter links von dem Springboard abspringen. Ja, ich arbeite ja dran. ein Pixel nach links pro Sprung. Muss nur erstmal den Sprung auch konsistent hinkriegen. Aber wieso geht die da durch? Also wieso macht die. Also. Das muss ja mit dem Springboard zusammenhängen, dass irgendwie. Yes! Stopp! Okay, ich verstehe das Problem. Ich muss sie noch stoppen. Oder kann ich mit dem... Wenn du das richtig machst, dann stoppt sie sich von alleine. Oder kann ich mit einem Peach-Jump? Na, das machen wir nicht. Na. Du... Nicht mehr. Na, das machen wir nicht. Also es klingt, es sieht auch nicht vernünftig aus. Okay, kann ich vernünftig reviven? Kannst du auch nicht mehr, wegen den beiden braunen Blöcken da. Scheiße. Also du musst den Peach-Switch drücken, um überhaupt genug Höhe zu bekommen, dass ein Peach-Jump überhaupt relevant wird. Ja, okay. Dafür müsstest du ihn erstmal... Oh, hast keine B-Switch mehr halt danach. Conan. Ja? Kann bitte einfach weiter links? Ich hatte es doch gerade aus dem Safe State, also... hat ja funktioniert. Okay. Mach einfach so. Aber ich kann auch weiter links, wenn du es sagst. Ist okay. Ja, ich behaupte nur... Oh, lol! Ja, ich behaupte, es ist einfacher. Fast so, als hätte ich ein bisschen Ahnung von dem Hack. Ja, stabil. Machen wir das halt zum dritten Mal. Also, ja genau, machen wir es einfach zum dritten Mal. So, wenn ich dir zu viel sage, sag einfach Bescheid. Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Alles gut. Ich kann auch einfach noch weniger sagen. Nein, alles gut. Optimal. Das ist optimal. So. Ja, aber zu dem Raum sage ich ja nichts. Das ist nur ein lustiges Minispiel. Ich sehe schon das Minispiel. Aber es dürfte okay sein. Ich esse den rechten Apfel zum Schluss. Der rechte Apfel zum... Achso, ja, scrollen, warte. Also in dem Raum musst du scrollen können. Ja. Ja, siehst du? Kannst scrollen. Ja. Ja. Ja, faszinierend. Ja.
Ich habe dann genau zwei Räume deaktiviert in dem ganzen Hack. Okay, ich muss ja zum Glück nicht 3 Millionen Sachen ausweichen, ich muss ja nur den Yoshi immer wieder fangen. Genau. Ich hätte natürlich noch 2 Baseball-Chucks an die Seite packen können. Nein. Eine spannendere Erfahrung. Und zum Glück kann ich das Ganze safe-staten, ich kann jede Beere einzeln essen. Aber bisher hätte ich nicht mal ein Safe-State gebraucht. Das wird sich gleich ändern! Ja! Sehr schön vorhergesagt. So, und jetzt muss der gut getimed werden. Ja. Und dann auf Yoshi! Und dann in die Röhre. Okay. Das ist noch ein schöner Augen. Wieso habe ich den gestatet jetzt? Zurück. Weil du ein Conan bist. Oh, ich weiß nicht, ob der gut war. Ich weiß es, er war schlecht. Offensichtlich nicht. Das könnte passen. Ja. Okay. Ah! Ach so. Hier muss ich scrollen, hast du gesagt? Nee, du kannst in dem Raum kannst nee, hier nicht kann scrollen. Ich gar nicht scrollen. Genau. Das ist der zweite Raum, in dem du nicht scrollen kannst, in diesem Hack. Und ich habe keine Ahnung, wieso nicht, weil... Ach so. Ich glaube, es bringt dir überhaupt nichts. Die löse ich wahrscheinlich immer auf, wenn ich jetzt da hochspringe, oder wie sehe ich das? Ah. Nee, nur wenn du es falsch machst. Ah, das heißt, ich will, dass ich da drauf... Okay. Jetzt hätte ich nur den Block gerne mitgenommen. In der Tat. Ich meine natürlich, der ist ja nur zur Dekoration. Lass mich erstmal kurz gucken, was ich überhaupt tun will. Warum will ich den Block denn haben? Was sind denn das für komische Wolken? What the heck? Was hast du mit den Wolken angestellt? Ich habe sie schief gemacht. Ach so. Ja. Hä, wofür will ich jetzt den blauen Block haben? Huch. Huch. Also komme ich nicht einfach rein da oben? Wahrscheinlich nicht, aber... Guck mal nach unten, Connor. Bitte? Drück mal nach unten. Ja, da rutsche ich. Spaß oder Spaß. Einfach toll. Okay, sorry. Es ist klar, dass ich, wenn ich rutsche, dass sie, wenn die schief sind. Sieht halt einfach nur weird aus, aber man die Wolken so nicht kennt. Ja, was sehr schief. Ich habe noch schiefere Wolken. Ja, ich komme tatsächlich noch ein bisschen schiefer. Aber was? Die kommen leider in dem Hack nicht vor. Ist dann in dem einen Ding eine Ranke drin oder was soll mir das jetzt hier bringen? Eine Ranke? Das wäre ja cool. Fliegender Block mit einer Ranke drin. Ach so, nee, dann ist halt irgendein Objekt drin, was mir da hochhilft. Aber dann ist doch der Raum gar nicht schwierig. Ich habe auch nicht gesagt, dass er schwierig ist. Okay. Dann muss ich halt einfach das... kannst du ja Biop sagen. Muss ich das halt einfach so timen? Dass der Raum nicht schwierig ist. War das jetzt Zufall, dass ich den gerade erwischt habe, als ich hochgesprungen bin? Nee, passt schon. Okay. Jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier. Und was ist da jetzt drin? Ein Pilz und in einem anderen Ding? Oh. Nee. Was willst du von mir? Ich wette, ich mach's völlig falsch, aber... Wir können ja gerne noch eine Stunde sitzen. Was soll mir der Pilz bringen? Ja, was soll dir der Pilz bringen? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wahrscheinlich soll ich den halt schon haben und dann den anderen oder so? Keine Ahnung. Ja, also wenn du jetzt einen Pilz hättest, dann kann ich dir sagen, was da drin wäre, aber du kannst auch selber rausfinden. Das Einzige, was mir was... Aber selbst eine Feder bringt mir hier nichts. Sicher? Zumindest spontan würde ich sagen, eine Feder bringt mir hier nichts. Aber scheinbar bringt mir... Ja, würde ich auch sagen, aber ich wollte dich trotzdem mal fragen. Ja, aber... Also eine Feder oder eine Blume würde mir beides ja nichts bringen, effektiv. Ja, dann hol dir halt weder Feder noch Blume. Außer es gibt halt wieder irgendeinen Glitch, den ich jetzt noch nicht kapiere, der mit den schiefen Wolken... Es ist kein Glitch, den du nicht kapierst. Okay.
Es gibt ja nur so eine Mechanik, die mochtest du in Not Cataclysm schon so gerne. Ich muss schnell bleiben. Wie mache ich das denn jetzt hier? Ich nehme da oben Anlauf. What? Ah. Ich würde empfehlen, damit zu beginnen, den Raum neu zu starten. Ja, ich wollte kurz. Ach, scheiße. Na egal. Aber wieso hilft mir der Block jetzt dabei, hier Anlauf zu behalten? What? Na, guck mal an die linke Seite des Bildschirms. Was siehst du da? An der linken Seite ist der Teil, wo ich hochspringe. Mhm. Korrekt, kombiniert. Oh! Die Box ist da, dass ich den Box, die Block da durchwerfen kann, oder was? Ich soll das Zeug vorher schon auslösen. Das wäre ja wirklich eine gewagte These. Aber woher weiß ich, wann das... Oh Gott, ich habe doch jetzt keine Ahnung, ob das Timing dann passt. Ich kann dir versichern, wann das Timing passt. Das Timing passt, wenn du einfach sofort hochspringst, wenn der Raum beginnt. Okay. Weil das andere wäre ja auch ein bisschen nervig. Gut. Ah, wait! Und weil der hin und her ist, der geht gar nicht um die Pilze, es geht darum, dass das Ding hin und her saust. Und dann kann ich da mit dem Spinjump runter. Ja, verrückt, verrückt, verrückt. Und behalte meine Geschwindigkeit. Oder auch nicht. Gut, vielleicht war ich auch gerade nicht schnell. Aber Moment, dann muss ich mich ja da oben gar nicht hetzen. In der Tat, du musst. Dann kann ich hier ganz gechillt einfach. Was sind da so viele Koopas? Hat es. Warte, verliere ich nicht meinen Sprung, wenn ich die Koopas kaputt mache? Mein Speed? Ja, aber du kannst ihn ja wieder aufbauen. Wait a moment. Hab ihn! Scheiße. Ja, jetzt müsstest du es nur noch schaffen, in die Tür reinzuspringen. Dann wärst du erfolgreich einen Raum weitergekommen. Wie hat das gerade gemacht? Den du gut gespielt hast. Da war er wieder. Okay, gut, passt aus der Situation schon mal gut zu wissen. Immer schön zu wissen, wenn es funktioniert. Okay. No! Wird von selbst niemals auf diese Lösungen hier kommen, ne? Okay. Huh! Ja, dieser Raum, der braucht irgendwie aus irgendeinem Grund ziemlich lange bei vielen Leuten, bis sie auf die Lösung kommen. Okay, hier kann ich scrollen. Ja, wie gesagt, du kannst die kaum scrollen, außer in den beiden. Gut, also kann ich jetzt immer wieder scrollen. Ja, du kannst auch jetzt immer wieder scrollen. Muss ich direkt verhindern, dass hier eine Disco-Shell gebaut? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann sie darüber werfen. Kannst du nicht? Okay, kann ich scheinbar schon. Nein! Kann ich dann scheinbar schon? Ich würde sagen, es gibt da so einen Glitch. Den kennst du eigentlich auch schon seit 12 Jahren. Ja, ich kann sie hochwerfen in dem Moment, wo sie gebaut wird. Ich weiß schon. Gut. Wahrscheinlich ist es dann das, was du willst.
Okay. Vielleicht auch nicht. Ewig nicht Vielleicht mehr gemacht. Ist auch reiner Zufall, dass da eine Disco-Shell okay, ist. Okay, passt. Ewig nicht mehr gemacht. So. Was will ich jetzt? Oh. So. Das hilft mir noch nicht so viel. Ah, ich hätte den Block auslösen wollen, glaube ich. Welchen? Ja, den unter dem Koopa. Dass ich da wieder zurück kann. Weil dann löst der da drüben irgendwas aus und dann, keine Ahnung. Ich würde gerne den Block unter dem Mancha haben. Also den mittleren. So, weil wenn der jetzt ausgelöst wäre, könnte ich damit halt... Aber ich komme, wenn ich den auslöse, wahrscheinlich nicht auf den Notenblock, ne? Ja, den kann ich auch, aber ob der mir hilft, erscheint mir nicht so... Ich glaube, der hilft mir nicht. Da komme ich nicht mehr rüber. Oder? Wir probieren es mal aus. Ich glaube, am meisten würde es dir helfen, wenn alle drei ausgelöst werden, oder? Ja, das kann ich ja nicht. Da ist ja nur ein Koopa. Oh, wahrscheinlich kann ich es doch. Oh, ich bin blöd. Nee. Eigentlich bin ich es nicht. Also wenn du jetzt eine Disco-Shell hättest, die da unten rumfahren würde, dann könntest du hier alle drei aktivieren. Ja, gut, aber... Okay, aber offensichtlich willst du das nicht machen. Nee, ich hätte gerne die Disco-Shell hier oben gehabt. Ja, okay, gut. Dann sorg bitte dafür, dass du eine Disco-Shell hast, die gleichzeitig hier unten fahren kann und dann später auch da oben fahren kann. Also jetzt hast du es verkackt, ne? Also ja, klar, das oder? Ist mir bewusst. Jetzt nicht. Ja, in der Tat, jetzt nicht. Jetzt noch alles gut. Aber wieso will ich alle drei haben? Naja, also ich meine, der mittlere würde reichen, aber vom mittleren kommst du nicht mehr. Ach ja, genau, das ist das, was ich meinte. Vom mittleren aus wird es nicht funktionieren. Ja, ja. Außerdem ist es angenehmer, wenn du alle drei hast. Ansonsten musst du jedes Mal in diese Einteillücke da unter dem Mancha landen. Mm. Das ist ekelhaft, das will doch kein Mensch machen. Okay, aber dann muss ich es ja irgendwie schaffen, ohne dass der Koopa hier stirbt. Ja. Die Blöcke auszulösen. Ich sag's mal so, du hast eine Shell in der Hand, da unten läuft ein Koopa. Ja, der... Oh mein Gott! Du willst den Super Koopa haben. Ja, verstanden. Hast du dieses Ding? Sehr toller Sprite, ich mag das Ding. Und wir machen erstmal den einen Block und dann gehen wir wieder zurück oder so. Ich meine, so wie er gerade am Laufen ist, ist es vielleicht sogar wirklich. Man kann es auch einfach. Er läuft eigentlich wie ein Dings, ne? Wie ein gelber Koopa. Ja, es ist ja auch ein gelber Koopa. Ja. Das heißt, jetzt läuft er zurück und jetzt läuft er. Jetzt ist er kaputt gegangen. Jetzt läuft er gerade durch. Ja, jetzt läuft er gerade durch. Jetzt passt's. Ja, das hätte ja schon gereicht. Ja, ist ja alles ganz nett hier. Come on! Ich hätte hier so einen Port einfügen müssen, in dem ein Come on läuft. Extra für dich. Aber halt dein Come on von gerade eben. Ja, unbedingt. Ja, ich update den Hack gleich. Sample dein Come on und dann. Ach Mensch. Konnte man nicht auch auf dem Spin-Jump. Ne, okay. Ne. Wenn was passiert denn, wenn du auf einer Disco Spin-Jumps? Ja, geht kaputt. Ja, nevermind. Ist richtig. Ist jetzt eine laufende Disco-Shell. Ja, es ist irgendwie ein gelber Koopa, aber es ist irgendwie auch eine Disco-Shell. Das ist ja ein sehr schönes Objekt. Oh, komm! Oh, das ist so. Dumm! Findest du?
würde behaupten, du spielst einfach nur schlecht. Ja, ja, schon. Ja, so. Da gehe ich ja mit. Warte mal einfach, bis der Cooper wieder bei dir ist. Und sich wieder dazu entscheidet, nach ganz rechts zu laufen. Ich glaube, gerade entscheidet er sich nicht, nach ganz rechts zu laufen, aber wir werden sehen, ja. Und dann landest du einfach auf seiner rechten Seite. Das andere rechts. Das andere rechts. Ja, und dann drückst du halt nach links, damit du nicht von ihm runterfällst. Ja, das versuche ich, ja. Und wenn du springen zurückhältst, dann geht das eigentlich automatisch. Das ist halt lustigerweise anders als bei der Disco Shell, weil die noch ein Teil weiter unten war und der ist jetzt halt direkt noch eins über. Nee. Das ist die gleiche Hitbox wie in der Disco Shell. What? Aber mit der Disco Shell habe ich es vorhin ja sofort geschafft, aber die bewegt sich halt auch anders. In der Tat, die bewegt sich anders. Das ist natürlich ein korrekter Fakt. Die bewegt sich anders. Oh ja, check it. Also eigentlich musst du einfach nur nach links gedrückt halten, dann passt das schon. Oh. Oh. Ja, gewissermaßen so. Und naja, vielleicht nicht nur nach links gedrückt halten, aber... Das ist eine gute Annäherung. Das war eine gute Erklärung mal wieder. Ja. Ja, wir nähern uns der Sache. Fast. In der Tat nähern wir uns der Sache. Perfekt. So. Jetzt machen wir aus dir wieder eine Shell. Oha. Das war nicht so gut. Ich die jetzt irgendwie da raus? Nee, so nicht. Man kommt noch an die ran, so wie sie liegt. Aber es ist nicht unbedingt angenehm. Ja, ich kann es ja besser timen. In der Tat, du kannst es besser timen. So. Ab dafür. Aua. So. Ja, jetzt löst er da drüben aus. Dann gehe ich da hin. Ich hätte aber gern, dass er zu oben bleibt, wenn ich mir das richtig angucke. Beides ist okay. Gut. Aua. Wenn sie runterkommt, kannst du es auch retten. Weil die nochmal auf die Notblöcke reagiert, ne? Ja. Faszinierendes Teil. Hätte sie trotzdem gerne oben behalten. Mann! So. Yo! Das Gute an deinem One-Screen-Dingern ist, es kann nie passieren, dass ich eine riesige lange Strecke Disco-Shellen muss. Das wäre ja auch einfach langweilig. Ich habe versucht, möglichst wenig Sachen reinzubringen, die man viel in anderen Hacks schon gemacht hat. Was tue ich? Das weiß ich auch nicht. Okay, dann halt mit States, mein Gott. So, oh wait, ich muss... Ach so, okay, weil die Notblöcke da noch sind. Alles gut. Kriege ich hin. Muss er nur hinter die Münzen kommen und dann ist erstmal alles cool. In der Tat. Dann tue dies. Ich arbeite dran. Sehe ich. Die verhält sich doch eigentlich wie so eine normale Disco-Shell, oder? In der Tat. Du bist völlig überfordert mit einer normalen Disco-Shell. Ja, ich merke das gerade. Also außer, okay, dass sie halt auf dem Kopf ist. Ich finde das eigentlich ziemlich lustig, wie die aussieht. Komm schon! Ja, ich dachte, die reagiert auf den Notenblock. Okay, tut sie. Ja, nur Notenblöcke sind nicht so ganz toll. Sind ein bisschen komisch, so, würde man sagen. Hui! Okay. Schön! Schöner Raum. So, haben wir wieder 5 geschafft? 5 geschafft. Perfekt, 45 Minuten. Gut! Dann geht's nächstes Mal hier weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss!